Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Chaos gehabt. Das war so überhaupt gar nicht geplant. Und in dieser Folge wollen wir, beziehungsweise ich würde es gerne endlich mal beenden, beziehungsweise weitermachen, mit Gastor weitermachen. Ach so, wo ich gerade hier bin, fällt mir ein, dass ich mir auch noch, 99 wollte ich mir eigentlich nicht holen, aber so 10 Eier wollte ich mir noch holen, damit ich wieder die Schlangen füttern kann, weil die waren nämlich jetzt doch ein bisschen wenig. Am Ende, oh Gott, Anna, du hast aber auch ein Faible dafür, dich nur mit Idioten einzulassen. Nein, nichts gegen Christoph. Christoph ist geil. Freust du dich nicht auch, mich zu sehen? Okay. Gameplayerin, du kommst gerade rechtzeitig. Hey Gaston, wofür komme ich gerade rechtzeitig? Du kommst gerade rechtzeitig, um mich zu unterhalten. Mir ist langweilig geworden. Mach schon. Tu etwas Lustiges. Ich weiß nicht, warum ich zu dir komme. Weil du mich vergötterst, natürlich. Morbide Neugierde. Nein, es ist morbide Neugierde. Morbide. Oh, ich kann auch mal reden. Ich möchte sehen, wie es möglich ist, ohne komplexe Gedanken zu überleben. Weißt du nicht, dass ich alles überleben kann, Gameplayerin? Was machst du normalerweise, um Spaß zu haben? Ich jage. Und dann erzähle ich von meinem Erfolg. Nein, nicht hier. Dann steh nicht einfach nur so da, sondern schlag etwas vor. Wie wäre es mit Angeln? Sehe ich aus wie ein alter Mann, der sein Leben verschläft? Naja... Irgendwie schon, um ehrlich zu sein. Das bin ich nicht, aber ich werde es dir sagen und nur dir. Ich habe schon einmal geangelt. Während meiner Zeit in den funkelnden Dünen habe ich versucht, im Treibsand zu angeln. Es ist nicht gut gelaufen. Warum versuchen wir nicht, im Dschungel zu angeln? Die Fische dort sind vielleicht leichter zu fangen, aber sie sind auch gefährlicher. Gefahr? Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Oh ja, es gibt Piranhas, Zitterale und sogar diese seltsamen Prismagarnelen. Echt, da gibt's Piranhas? Die habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Worauf warten wir denn noch? Ich wette, ich kann einen Platz mit interessanteren Fischen finden als du. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wenn der mir mal sagen würde... Ach so, es geht wieder nicht automatisch. Fang im wilden Dschungel. Was denn jetzt? Entweder ein Zitteraal, ein Piranha oder eine Prismagarnele. Ah, okay. Gut. Machen wir. Und dann werden wir ganz schlecht abschneiden. Darkman. Obwohl. Der Zitteraal könnte direkt vor uns sein. Wir haben hier eine goldene Stelle. Prismagarnele wäre natürlich auch cool. Aber die ist, glaube ich, nicht hier in dem Fluss, sondern weiter rechts oben im Bild. Ein Zitteraal. Gaston wird entzückt sein. Oder auch nicht. Mal schauen. Okay, ich hoffe, er sitzt noch hier drin. Natürlich sitzt er nicht mehr hier drin. Warum hatte ich auch erwartet, dass er da bleibt, wo er ist? Ach, Gaston, wo bist du denn schon wieder hin abgehauen? Da oben ist er. Moment, ich komme. Nicht weglaufen, Gaston. Nicht weglaufen. Hey du, warte! Bitteschön, ein Zitteraal. Bin ich nicht der Beste im Angeln? Das weiß ich nicht. Was hast du denn gefangen? Bist du wirklich fischen gegangen? Ha. Natürlich. Ha. Wie bei jedem Jagdausflug habe ich eine neue Trophäe. Wie wird sie wohl an meiner Wand neben den Fisch aussehen, den ich gefangen habe? Solange sie nicht anfangen zu singen? Machen das an der Wand hängende Fische?
Nein. Nein, das machen sie nicht. Hat das Angeln dein Verlangen nach Abenteuern geweckt? Ah. Ehrlich gesagt, nein. Ah. Aber ich habe beim Angeln ein Stück von einem Kompass gefunden. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir den Stand erweitern können. Ein Stück von einem Kompass? Seltsam. Ja, ich hatte ihn völlig vergessen. Aber die Erinnerungen kommen langsam zurück. Ich habe vor langer Zeit einen Kompass gefunden. Er war mit einer Art Zauberspruch versehen. Und er führte mich zu unglaublichen Schätzen. Leider ist der Kompass auseinandergebrochen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Keine Sorge, ich werde versuchen, den Rest des Kompasses zu finden. Vielleicht führt er uns zu weiteren Schätzen. Hey, ich gebe hier die Befehle. Aber, ja, mach das. Husch, husch, okay. Ich bin fertig mit dir. Drei Orte, wo ich angeln soll. Okay, okay. Ich wollte mal eben schauen, jetzt habe ich schon wieder nur das Fleisch drin. Das ist das, was ich meinte. Wobei, beim letzten Mal waren hier noch die zwei anderen Fleische. Aber das hier, also immer das, was links liegt, können wir nämlich jetzt unendlich oft holen. Theoretisch. Ich habe da jetzt leider schon mehr als einen Schrank von voll. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Das schnappe ich mir jetzt aber mal eben, weil wer weiß, wann ich die nächsten Perlen halt, also diese Glaskugeln da halt wieder brauche. So, dann haben wir einmal an den Docks, an der Oase und im Heim müssen wir angeln. Gehen wir erstmal zu den Docks. Auf zum Angelwettbewerb. Finde Kompassfragmente. Ach, in der Nähe vom Wasser, in dem du die Sanduhr benutzt. Ach so. Moment, dann müssen wir die zwei Dinger hier kurz einsammeln. So. Man sollte natürlich immer erstmal alles lesen, ne, bevor man hier irgendwas anfängt. Das sieht gut aus. Das sieht noch besser aus. Dann noch in der Oase und im Hain. Das heißt, hätten wir das jetzt alles nicht freigeschaltet... Achso, die Oase war hier links, genau. Da kommen wir jetzt erstmal schneller hin. Hätten wir das nicht alles freigeschaltet, hätten wir natürlich jetzt nicht mal eben so schnell alle Orte hier besuchen können und das machen können. Finde ich gut. Also, dass wir das schon frei haben natürlich. So, in der Oase, in der Nähe vom Wasser. Das heißt, wir müssen das hier unten machen. Ist aber nicht viel nachgewachsen seit dem letzten Mal. Und diese Kürbisdinger, die muss ich mal einsammeln. Weil von denen habe ich noch nicht so viele. Und wenn dann irgendwie ein Rezept kommt oder irgendwas, was ich machen soll. Oh, Moment. Dann stehe ich nämlich blöd da. Wenn wir das nicht haben. So, das sieht auch gut aus. Und dann noch einmal im Hain. Im Hain, im Hain. So, das ist einmal hier rüber. Oh Mann, ich habe heute nur noch Schluckauf. Die nehmen wir natürlich auch direkt mit. Und wir haben wieder gut neue Punkte bekommen. Ach, da ist er ja schon. Oh Mann. Es tut mir leid, aber ich krieg's heute irgendwie nicht weg. Das wäre in der Nähe von Wasser... Und es ist nicht das, was wir gesucht haben. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier hinten beim Wasser suchen. Gehe ich mal stark von aus, weil das da unten zählt, glaube ich, nicht als Hain. Das hier oben schon eher, wobei ich jetzt nicht weiß, wo der jetzt mit mir hin will. Ah. Das sieht gut aus. Es war aber nicht gut. Was war denn das? Eine pinke Schleife. Oh, okay. Das wird wahrscheinlich vom Mini sein, nehme ich mal an. Das ist jetzt auch wieder eine schlechte Richtung. Oh nein, jetzt sind die Blauen da. Wieso sind die Blauen jetzt da?
Das ist auch nicht das, was wir haben wollten. Wo ist der? Wo ist das blaue Kerlchen? Ah, da. Komm her. Komm her, mein Süßer. Komm her, ich muss dich noch füttern. Ach, wo ist Mirabelle, wenn man sie braucht? Weil mit ihm haben wir doch kein Foto gemacht. Wir haben noch ein Foto mit dem Braunen gemacht, ne? So, wir haben aber... Es gibt keine Schätze mehr. Ja, das ist ja geil. Im Hain. Moment. Dieses kleine Stückchen da... Aber das ist... Naja, gut, okay. Das ist streng genommen auch noch am Wasser. Ah, sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt alle. Ich gucke aber noch mal eben hier vorne, dass wir die beiden Sanddinger noch mal mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Ah, sehr schön, Gaston, dass du mir hinterherläufst. Dann brauche ich dir nicht hinterherzulaufen. Du bewunderst mich. Nimm dir Zeit. Du hast alle Fragmente. Dann repariere ihn. Du kannst all diese seltsamen Dinge mit der Zeit erledigen, oder? Ah, ich befürchte 1300. Okay. Am Tisch der Zeit muss ich den zusammenbauen. Du folgst mir, das ist doch nett. Wenn du auch noch bei mir bleibst, dann muss ich hier nicht in der Gegend herumlaufen. So, ich weiß nicht, warum die jetzt schon wieder alle aberntebar sind. Weil wir ja gerade erst alles abgeerntet haben in der letzten Folge. Und so viel Zeit ist da jetzt nun wirklich nicht vergangen zwischendurch. Und normalerweise kenne ich das ehrlich gesagt nur so, dass ja, man gefühlt eine halbe Ewigkeit warten muss, bis die Sachen dann wieder aberntebar sind. Aber gut, wir machen das jetzt einfach nebenbei. So, was brauchen wir denn dafür? Ach, nur die 4 Teile, mehr nicht. Ja, perfekt. Okay. Ich habe nicht dran gedacht, dass es so schnell geht. Ich wollte eigentlich nur mal eben Schluck trinken. Ach ja. Gaston. Wo sind wir denn? Da. Der Kompass ist repariert. Na, worauf wartest du noch? Lass uns nach Hinweisen suchen. Okay, und wie? Untersuche den Gegenstand in deinem Inventar. Da. Ah, okay. Okay, okay. Also wir haben einmal das Schiff. Ich schreibe mir das vorsichtshalber auf. Ich denke mal, dass wir das... dass wir das jederzeit nachgucken können, aber ne, nur zur Sicherheit. Aber diese Wasserfälle, sind das die hier unten? Blaue Blumen. Doch, ich glaube, das ist hier unten, ne? Wo auch... Ja, ja, klar. Doch, ich sehe diesen Eingang. Ja, 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 ja. Das ist das. Okay. Ach so, sprich mit Gaston. Entschuldigung. Ich weiß, wo es ist. Können wir los? Schau dir das an. Eine Erinnerung, die auf verlorene Schätze hinweist. Gut gemacht, Gameplay. Gut gemacht, Gaston. Warum habe ich auch gedacht, dass er das zu mir sagt? Ich tue so, als hättest du gut gemacht, Gameplayerin, gesagt. Ja, ja, ich habe es ja schon fast selber gesagt. Hast du etwas gesagt? Jetzt können wir uns auf die Suche nach den verlorenen Schätzen machen. Ja, und wenn ich erst einmal im Besitz dieser Kostbarkeiten bin, wird Belle sicher beeindruckt sein. Gaston, wer weiß, wem diese Schätze wirklich gehören? Ah, vielleicht auch Dagobert Duck? Du meinst, wenn ich sie finde, kann ich sie nicht behalten? Wahrscheinlich nicht. Mit dir ist nicht zu spaßen. Sieh es doch mal so. Wenn wir diese Gegenstände ihren Besitzern zurückgeben können, wirst du als Held gelten, weil du sie gefunden hast. Gaston, der Held, was? Das hört sich gut an. Super. Zeit, mit der Suche zu beginnen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe, also mein Char, ich nicht, aber mein Char hat ein viel, viel, viel zu gutes Herz. Also ich meine, ich habe auch ein gutes Herz, aber ja,
Ich bin mir ganz ehrlich, ich war ja noch nie in so einer Situation, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich reagieren würde, wenn ich die ganze Arbeit mache und alles. Und ich weiß, dass die Leute nicht wissen, dass ich das gewesen bin. Grabe die Schätze anhand der Erinnerungen aus. Ach so, ausgraben, okay. Aber wo? Also überall, wo es jetzt so am Leuchten ist? Oder einfach nur so graben? Das ist jetzt die Frage. Also was ich damit sagen wollte, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Wenn ich jetzt wüsste, der will nichts Böses oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch die Klappe halten. Aber wenn das jetzt so ein blöder Idiot ist, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Idiot, dass der dumm ist oder so, sondern einfach nur im Sinne von, ja, er ist halt der Böse, ne? Wir kennen ja alle die Filme, denke ich mal. Und tja. Ich kann mir aber nicht. Ah, Moment, hier leuchtet was. Jetzt nimmt er das nicht an. Ah, okay. Also wir müssen auf jeden Fall nach was Leuchtenden suchen. Gut, gut zu wissen. Ich habe es echt übersehen eben. Der wilde Dschungel und die funkelnden Dünen. Die funkelnden Dünen, da habe ich den Ort. Die Frage ist, was zählt genau zu den funkelnden Dünen? Die Steppe? Oder nur hier oben der Teil? Ich denke nur oben der Teil, ne? Das habe ich mich immer wieder gefragt, glaube ich. Und immer wieder habe ich keine Antwort darauf gefunden. Gut, man hat ja hier in der Regel nicht so viel zum Umgraben. Also wenn, dann sollte man das doch relativ gut finden können. Zählt das da unten? Zählt er auch mit dazu, oder? So. Gucken wir mal hier. Nee, Moment. Geh mal weg da, Gaston. Oh, Hallöchen. Ich muss mal das Ding wegtun, weil sonst sehe. Na, ich sehe auch so nichts. Es tut mir leid, aber wenn Tiere meinen Weg kreuzen, dann muss ich sie füttern einmal am Tag. Dafür habe ich die Eier extra geholt. Ich glaube zwar, dass ich diese Schlange tatsächlich schon freigeschaltet hatte. Aber es gibt halt immer wieder auch so Quests, so nach dem Motto, einen oder mehrere am Tag zu füttern. Oh, jetzt dreht die ganze Zeit den Kopf. Ist ja Wahnsinn hier. Okay, aber hier scheint zumindest nichts zu sein. Nee, hier scheint nichts zu sein, was man ausgraben kann. Ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob tatsächlich mit den funkelnden Dünen nur dieser Teil hier gemeint ist. Oder auch die Steppe, weil ich meine, unten war es ja so. Ja, hat er da geschrieben an den Docks? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach nee, ach, oh Gott. Meine Güte, ja, ich bin ja so blöd. Also jetzt könnt ihr mir wirklich sagen, ich bin doof. Das war doch der Kopf, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben. Und trotzdem habe ich nicht mehr dran gedacht, weil ich da oben von den funkelnden Dünen hier so abgelenkt worden bin. Ach, Mann, im wilden Dschungel. Das hier ist, glaube ich, dieses Schiff, ne? Ach, ich habe gerade sowas auf dem Schlauch gestanden. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ah, ihr habt wahrscheinlich jetzt vorm Rechner gesessen oder wo auch immer und habt gedacht, ist sie doof? Die hat doch gerade eben noch das Bild gesehen. Die hat sich das doch noch extra aufgeschrieben. Die muss das doch noch wissen. Nein, ich weiß solche Sachen bekanntlicherweise nicht mehr nach kürzester Zeit. Die Frage ist jetzt nur, ist das von hier oben in der Nähe oder müssen wir da vielleicht runtergehen? Hier oben könnte man theoretisch auch noch. Also eigentlich muss es oben sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen hin und her laufen, damit das jetzt hier nicht zu lange dauert und ihr jetzt hier nicht eine halbe Stunde mit mir mitlaufen und gucken müsst.
werd da mal akribisch tatsächlich jeden kleinsten Millimeter in Anführungszeichen hier absuchen. So, die Kiste muss ich jetzt natürlich mitnehmen. Ich vermute mal, dass irgendwo eine kleine Stelle ist, die hier nicht richtig blinkt oder die so komisch blinkt wie die, ne, vorhin. Und dass da das Problem dran liegt. Kann man hier, ne, runter kann man hier nicht. Weil ich bin immer noch der Meinung, wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Ich laufe jetzt komplett woanders hin. Na ja, gut, von hier aus könnte ich theoretisch auch auf das Schiff schauen. Aber das muss näher dran sein. Also ich glaube nicht, dass das so weit weg ist. Und wie gesagt, so wie ich jetzt stehe, das wäre jetzt der Winkel, wie es halt eben auch auf dem Bild ist. Ja, also wie gesagt, ich laufe noch ein bisschen rum und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn ich es gefunden habe. Wenn ich nicht vorher total am Verzweifeln bin, natürlich nur. Bis gleich. Ich habe eine Stelle gefunden. Oh, bitte lass es diese sein. Ja, wir haben sie gefunden, Leute. Und es war tatsächlich gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, hier habe ich jetzt eben gecuttet und bin hier irgendwie noch so blöd rumgelaufen, wieder hier runtergelaufen und keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist direkt hier neben dem Schiff. Oh mein Gott. Okay, hier Gaston, hast du erstmal die Sachen. Die haben aber auch nicht richtig geleuchtet. Also ich konnte die jetzt nicht so gut sehen, muss ich dazu sagen. Was? Das sind keine Schätze. Sie sind einfach nur Schrott. Trotzdem habe ich hart gearbeitet, um sie zu finden. Ja, da lacht er schon selber. Das muss doch etwas wert sein. Gaston, wir haben darüber gesprochen. Weißt du denn nicht, dass ich ein Mann der Taten bin? Nicht der Worte? Wenigstens können wir jetzt herausfinden, zu wem sie gehören. Mir? Was will er denn da mit der, ja gut, eine Zahnbürste war es, glaube ich, nicht eine Bürste oder eine Haarbürste oder so. Nein, weißt du noch, was ich dir darüber gesagt habe, wie ein Held zu erscheinen? Oh, richtig. Ich nehme an, wir können sie zurückgeben. Wir haben eine Bürste, eine Glühbirne und einen Kletterpickel. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Die Bürste. Hier sind ein paar sehr lange Haare drin. Aber sie sind alle ausgeblichen, nachdem sie so lange in der Wüste waren. An der Farbe kann man nicht erkennen, zu wem sie gehören. Ich würde jetzt mal glatt behaupten, es müsste eigentlich Rapunzel sein, weil, ja, keiner der anderen hat Haare. Also doch, die anderen haben natürlich auch Haare, aber sie wohnt halt auch hier. Wir haben eine Bürste, eine Glühbirne, die Glühbirne. Ich habe so einen Gegenstand noch nie gesehen. Sie macht Licht. Sie kann für alles Mögliche verwendet werden, zum Beispiel für leuchtende Dekorationen, als Wachstumslicht für Pflanzen und vieles mehr. Hm, das klingt wie etwas, was Bells Vater machen würde. Ah, Bells Vater, also könnte das Bell sein, okay. Der Kletterpickel, ich denke mal, dass der wahrscheinlich zu Christoph gehört. Der gehörte jemanden mit einer Vorliebe für Abenteuer. Definitiv. Lass uns mit den verschiedenen Dorfbewohnern sprechen und sehen, ob wir die rechtmäßigen Besitzer herausfinden können. Ich habe mir Notizen gemacht, falls dein Gedächtnis nicht so messerscharf ist wie meins. Mhm. Puh, gut. Vorwärts. Ich behalte die Gegenstände erst einmal bei mir, damit ich sie selbst zurückgeben und mein rechtmäßiges Lob erhalten kann. Ja, genau. Jetzt kommt Mutter Gothel auch noch. Ach du Schande. Jetzt sind die alle hier, oder was? Und wo ist denn hier Rapunzel? Hallo? Rapunzel? Da, die habe ich gesucht. Rapunzel, du bist erstmal meine erste Wahl. Ach, hier, warum ist Schweinchen jetzt schon wieder hier? Bleib mal hier. Ich muss unbedingt mit dir reden. Gaston der Held.
Hallo Rapunzel, Gaston und ich haben eine Bürste gefunden. Kann es sein, dass sie dir gehört? Es sind lange, gebleichte Haare darin. Lass mich überlegen. Ich habe heute Morgen meine Bürsten benutzt und es fehlte keine. Daran würde ich mich erinnern, denn ich bürste meine Haare sehr oft. Genau deswegen dachte ich eigentlich. Oh nein, ich dachte, es wäre eindeutig deine. War das Haar glatt oder kraus? Jetzt wo du es sagst, irgendwie kraus. Bye, bye. Okay, also es könnte theoretisch auch Mutter Gothel sein. Die hat auch krauses Haar. Oder halt hier, mit der wir letzte Folge gesprochen haben. Ich will immer Elodie sagen. Also die, die neben mir steht. So. Ach. Oh, hallo, Schatz. Die ist halt nicht so bekannt. Also Encanto jetzt. Der Film ist halt nicht so bekannt wie alle anderen. Mutter Gothel, wir versuchen den Besitzer dieses Kletterpickels zu finden. Nee, wegen dem Kletterpickel will ich sie nicht ansprechen, sondern wegen der Bürste. Ja gut, sie hat gewelltes Haar. Ein Kletterpickel, der mir gehören könnte? Was hast du dir nur dabei gedacht, Gameplayerin? Nun, vielleicht musst du manchmal eine steile, felsige Oberfläche hinaufklettern. Warum sollte ich mir die Mühe machen zu klettern, wenn ich mit anderen Mitteln hochgehoben werden kann? Ich versichere dir, dass der Gegenstand nicht von mir ist. Okay, es tut mir leid. Ich werde weiter nach dem richtigen Besitzer suchen. Es un hermoso día. Aber wenn sie es nicht ist, wer hat denn noch gekräuseltes Haar? Also erstmal ist Christoph... Ja, Christoph ist da. Ach, er vielleicht? Nee, oder? Maui und eine Haarbürste, das passt irgendwie gar nicht so. Obwohl, naja gut, er ist sehr, sehr eitel, ne? Boah, hier kommt man gar nicht runter. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ne, ich kann Hilfe gebrauchen. Christoph, bleib mal stehen. Hallo. Hey Christoph, Gaston und ich sind auf der Suche nach dem Besitzer des Kletterpickels. Hast du in letzter Zeit einen verloren? Nein, nicht, dass ich wüsste. Oh, naja, ich dachte, er würde dir gehören. Ich schätze, er wäre ein bisschen zu klein für dich. Dann suche ich mal weiter. Viel Glück bei der Suche. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wer ist denn noch Abenteurer? Also ich frage ihn jetzt erstmal wegen der Bürste. Es ist ein kleiner Kletter. Ich muss mit dir sprechen. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Maui, wir haben eine Bürste gefunden. Ist das vielleicht deine? Eine Bürste? Wozu sollte ich so ein Ding brauchen? Normalerweise zum Haare kämmen? Das ist nicht nötig. Meine Haare sehen immer toll aus. Aber wenn es nicht so wäre, würde ich mich nie so ablenken lassen, dass ich eine Bürste verlieren würde. Vielleicht gehört die Bürste jemandem, der sich oft ablenken lässt. Vielleicht, ich werde weitersuchen. Danke, Maui. Okay, bis bald. Oh, langsam wird's lächerlich. Einen, der sich oft ablenken lässt. Ja, spontan hätte ich jetzt normalerweise ihn hier gesagt, ne? Aber, ach so, nee. Also Merlin hätte quasi ausgeblichenes Haar, so wie die das gesagt haben. Ich denke mal, derjenige... Oh, was ist mit Jafar? Was geht denn jetzt ab? Wieso ist der jetzt da oben? Hä? Okay. Also Dagobert Duck glaube ich nicht. Ich könnte mir höchstens noch vorstellen, weil er würde sich vielleicht leicht ablenken lassen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Moment, wo war er denn jetzt? Da muss ich dahin. Weil der Rest ist jetzt nicht so... Also es passt, aber er hat halt kein Kräuselhaar, ne? Das ist seltsam. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Gaston und ich haben in der Wüste eine Bürste gefunden. Könnte sie dir gehören? Das könnte sie tatsächlich. Ich habe meine Bartbürste völlig vergessen. Super, ich sage Gaston, dass er sie dir zurückbringen soll. Mickey hat sie mir geschenkt, lange vor dem Vergessen. Mein Bart ist in letzter Zeit richtig ungepflegt. Ich werde ihn sofort gründlich bürsten. Danke, Gameplayerin.
Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Endlich. Halt, stopp. Du könntest vielleicht derjenige sein, der die Glühbirne hatte. Hey, Wally, vermisst du eine Glühbirne? Oh. Ui. Nein. Nicht deine? Dann müssen wir wohl weitersuchen. Du schaust in den Himmel. Gehört sie jemandem, der fliegen kann? Tada! Danke für den Tipp. Ich suche weiter. Dir einen angenehmen Morgen. Jemanden, der fliegen... Ach so, Eva? Aber was will die mit einer Glühbirne? Oder Eve heißt die, nicht Eva, ne? Auch wenn er mal Eva gesagt hat, glaube ich. Wo ist die jetzt hin? Aufgabe. Hallo Eve, hast du zufällig eine Glühbirne verloren? Oh, du scheinst ziemlich glücklich zu sein. Ich nehme das mal als Ja. Wally. Sie war ein Geschenk von Wally. Wally. Nun, ich bin froh, dass du sie zurückbekommst. Gaston wird sie dir sofort bringen. Okay, perfekt. Aber was hat das jetzt mit dem Kletterpickel noch auf sich? Der Kletterpickel, er ist etwas klein. Klein und für Abenteurer. Hier ist jetzt keiner, wo ich jetzt sagen würde... Also sie vielleicht noch, aber es steht halt nirgendwo noch was dran. Deswegen, wir haben keine Aufgabe mit ihm, oder? Nee, wir haben keine Aufgabe mit ihm. Deswegen würde ich jetzt mal glatt behaupten, weil da halt dieses Zeichen dran ist, ne, dieses Questzeichen, dass theoretischerweise Dagobert derjenige sein müsste. Aber Dagobert und ein Abenteurer? Also würde mich doch sehr stark wundern. Ich befürchte übrigens, dass diese Folge noch etwas länger dauern wird. Es tut mir leid. Auch der ist jetzt nicht da unten drunter, oder? Oh, hier komme ich so schlecht runter. Moment. Dagobert, wo bist du? Ach, der rennt vor mir weg. Na super. Dagobert, bleib stehen. Stopp, bei Fuß. Ist der jetzt hin? Alter. Wie kann eine Ente so schnell wegrennen? Ehrlich. Hier bin ich. Hallo, Herr Duck. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich habe immer einen Moment Zeit für dich, Gameplayerin. Wie kann ich helfen? Gaston und ich versuchen, den Besitzer eines Kletterpickels ausfindig zu machen. Könnte es deiner sein? Potzblitz, ich bin sicher, das ist meiner. Ich dachte, ich hätte ihn bei einer Erkundung in meinen Tagen als Abenteurer für immer verloren. Er ist zwar schon etwas abgenutzt, aber immer noch in gutem Zustand. Gaston wird ihn dir bringen. Vielen Dank, Gameplayerin. Das entschädigt mich fast dafür, dass ich in ein Unternehmen investiert habe, das keine Einnahmen hat. Hallo? So viel Geld, wie ich schon an diesem blöden Fleisch ausgegeben habe, ja? Haha, nun, ich helfe gerne. Ich überlasse es dir, die ganze Investitionssituation mit Gaston zu besprechen. Auf Wiedersehen und bis bald. So. Gehe zurück zu Gaston. Da ist er. Schnell, 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 bevor er da wegläuft. Boah, er läuft natürlich weg, es war klar. Meine Stimme ist auch schon von mir geflüchtet. Warum nicht auch, Gaston? So. Hey du, warte! Oder ich hab das Holz. Gaston, die rechtmäßigen Besitzer aller Gegenstände sind gefunden. Sehr gut. Ich werde sie zurückgeben, damit sie mir alle danken können. Und? Wie hat sich das angefühlt? Es war angenehm. Allerdings war niemand dankbar genug, um uns eine angemessene Belohnung zu geben. Gutes zu tun ist seine eigene Belohnung. Du klingst wie jemand, der sich daran gewöhnt hat, nicht belohnt zu werden. Trotzdem kann ich dir sagen, dass du heute dein Bestes getan hast, um mich zu unterhalten. Es ist wichtig, seine Gehilfin zu belohnen, wenn sie zumindest versucht, etwas gut zu machen.
Wenn du in deinem Haus auch Angeltrophäen aufstellst, kannst du dir vorstellen, ich zu sein. Also hier, nimm das. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit kann ich endlich meine Räume, beziehungsweise den einen Raum, wo die Fische drin sind, markieren. Sowas habe ich mich die ganze Zeit schon gesucht. Wenn auch lieber ein buntes Bild, aber egal. Oh, danke, Gaston. Du bist vielleicht nicht die beste Gehilfin, aber du hast mir geholfen, die Vorteile eines Helden zu entdecken. Ich bin nicht deine Gehilfin. Mit dieser Einstellung bist du es wirklich nicht. Geh erstmal. Ich melde mich, wenn ich dich wieder brauche. Danke! Ja, ich hab zu danken. Und auch wenn sie jetzt gerade wegrennt, was natürlich nicht so gut ist, ich markiere sie schon mal. Wir werden dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wobei Gaston noch eine... Markieren wir ihn mal. noch eine Quest hat, sehe ich jetzt gerade. Ich hoffe, dass man in dieser Quest wenigstens dann freischalten kann, dass man noch mehr Fleisch kaufen kann. Oder halt andere Zutaten eventuell noch. Müssen wir mal sehen. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern wir machen das dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.